für das Schlosszentrum. Ah, brauchen wir denn 4 verbesserte Blutdissenzen? Okay. Okay. 24 ja. Glas. Glas. Wo immer das macht. Okay, dann muss ich das auch aktivieren, weil sonst sie ist, nicht? Ja. Liv oder Clive, der Feuerstarter. Und da es nach links geht, könnte man echt da oben etwa probieren, nach unten links. Oder sagen wir, ja, links in Mitte teleportieren. Links, ne? Mitte, tät, oder? Das ja, auch. Schauen wir mal. Okay. Und wir gehen aufwärts, oder? Ja, aber ich mach da die Tür zu, weil du hast ja anscheinend immer noch Vorhänge daheim. Was hast du am Fenster? Ja, nicht am Fenster, ist ja Tür. Bist ein Exhibitionist, oder wie? Nix am Fenster. Ich hab eine Tür. Man zeigt, was man hat. Ich hab eine Tür. Eine Art Holztür. Wow, Entschuldigung. Okay, eher Weichholztür, weil da man hört alle nach. Reicher Herr kann sich Türe leisten. Oh, Entschuldigung. Nächstes so zwei Klosteine auf dem WC. Danke, da hast du mich wieder hinig geredet. Ja, super. Ja, ist gut, wenn man Mitläufer ist. Einmal nicht aufpasst. Weißt du? Ja, zuerst ist der Boden durchsichtig und dann ist man da. Ja. Noch weiter nach links. Ah, falsche Tasche. Apathie. Du musst schon da. Schau, die Leute attackieren. Nein, mit einem Pullen. Lüge aber irgendeiner hohes Level. Ah, der hat. 6%. Der vordere hat 31. Ah ja, dann könnte man näher. Ja. Ah, ich bin gefangen. Oh. Na, 11 oder so. 13 hat er. Oder 0. Der reiche Herr hat wohl mehr wie 13%, sorry. Der reiche Herr hat 0%, aber naja. Er hat 13% Druck in der F. Ach, Entschuldigung, okay. Sorry, der da vorne der hat 6, ha? Wie wär's mit der? Der 6 sehr genier nah. Einfach nah. Der ist zu 12 nah. Ah, der rechte hat 13. Ja, nämlich 2x6. Swash! Die hat nicht lange überlebt. Ah. Ich glaube, die Richtung stimmt. Oh, Reh! Ja. Ja, genau so. Wenn du da das Reh jagst, baue ich ein bisschen Kupfer ab. Ich triff's nicht! Wow. Okay, ich hab's nicht geschafft. Ja. Rewart's gut. Oh na. Ui, da kommen schon die böseren Soldaten da sogar. Wie viel hat der? Ah, dann kannst du keine Lust sogar. Das sind Skelette. Logischerweise. Ah, da kann man wieder was mitnehmen. So gratis sage ich auch nicht. Nein. Was ist das für ein Schuss? Vom Rieg-Armbrust. Achso, einfach das Kuh oder was? Die zweite, zweite Marker. Da kommt Böses. Böses im Busch. Auf. Falsche Waffe. 6%. Ich hab grad den tötet, der hat 2 gehabt. Hängen am Feuer. Oh, öffnen. Alles nehmen. Oh ja, was? Hoppala. Ich hab Silber im Gepäck. Aha. Ah, alles hier machen. Oha, die haben, ich bin so dumm. Silber rausgeworfen, Silber wieder mitgenommen. Gut, wo ist die rote Spur? War eine Katze? Na, hoffe ich irgendwo. Ja. Ui, da kämpft ein Wolf gegen eine Pflanze. Der Wolf hat verloren, aber die Pflanze. Au! Weißt du, was ich gerade aufgenommen habe? Silber? Ja. Wir sind schon so zwei Spezialisten.
Ja, Loot geil, Spezialisten. Nee. Das ist was. Hat sich's bald ausgesilbert. Kupfer, 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 Kupfer. Dann ein bisschen Schwefelerz und Erz und Melodie 3 Doger durch. Knuspert da. Gott, die Sonne eh runter jetzt. Ja, übertrieben nicht. Da ist schon ein riesiger Elch. Wir müssen da runter. Manche kann man runterspringen mit Schiff. Na. Ich glaube eher nicht. Ja, weil in der Verleder am Weg entlang. Hey, Servus, grüß dich. Hast 1%. Und Stufe 8. Da hinten hat er 5. Tja, Wucher. Ich meine, der nächste, wo halbwegs das kann, muss ich ohne. Aber da steht wieder. Der hat 4, der hat 2. Komm mal vorbei. Der, wo dahinter Liegestütz macht, den will ich. Der 13. Das macht so nicht fett. Ne? Aber da vorne kommt schon. Oh, da kommt eine Re-Kreatur 13. 2. 2. Ja, das Reh hat am meisten. Sonst geht 5 oder so. 13. Ich mach dem keinen Damage. Das war tot. Oh, ja, mit dick branzt. Jum, jum, jum. Da ist mal schon eine große. So, was kann ich jetzt besonders? Bewegungsgeschwindigkeit habe ich mehr. Ah, jetzt bist du fast. Oder ist ein Steingolem, den habe ich übersehen, der hat sich so gut getan. Oh ja. Oh, das ist die Banditen. Aber Schwebel. Mittlerweile statt schon eine Stufe, der Steingolem. Ja? 36. Schwefelgrube klingt nach Feuer, ich glaube, das ist immer richtig. Aber da vorne kann man besser reinlaufen. Man muss nicht irgendwie da jetzt reinspringen, weil das glaube ich ein bisschen gefährlich. Wir machen vielleicht nicht wieder. Kamikaze. Genau. Hä? So, vielleicht machen wir mal Biene Maya. Als ob wir das jemals gemacht haben. Kennst du Biene Maya? Ja. Macht der halt die Taktik? Ja, du machst. Na warte, was ist das? Fliegen wie ein Schmetterling. Ding like a bee. Na, einer aus der Tür und der hat so. An der Tür quasi an irgendeinem Chokepoint gehörig. Er hat 19%, ja, er hat nur 19% der bei mir. Nehmen wir mal, danke schon. Mit, hast du hätte man nur Bewegungsgeschwindigkeit gebraucht. Ja. Das ist aber wirklich. Ah, oh, schleifst. Man schaut aufeinander. Oh. Primärangriff Lebensraub. Oh. Das ist schon mal sinnvoll. Oha, ja, dann hieltst du jetzt beim Barbar. Schlager oder wie? Aha. Geil. Ah, den griff du an. Au! Achso, da gerade wirklich eine Treppe, aber ich habe mir gerade gedacht, das war jetzt eigentlich hier dumm. Au. Ruhm im Riech. Mei. Ich stand eine Stufe höher und er schlagt halt einfach drüber. Ich schlag's ja über den Kopf drüber. Ja. Schlag da mal rein. Ja. Ah. Oh, da ist was droppt. Oh shit. Ist aber eigentlich voll smart. Ich muss nochmal heilen dazwischen, bevor da irgendein Boss hier watschelt. Oh, da ist schon da können wir das ganze Schwefel mitnehmen, aber du hast keine Keule, gell? Nein, leider nicht. Oh je, dann bin ich wohl der arme Farmer. Wir haben Fall. Farmst du die Gegner nicht farmen, da will da die Steine. Was habe ich gerade? Werkstattwände habe ich gekriegt, cool. Ah, für unseren Werkstattraum, der machen müssen. Da ist er schon. Das war nicht so abgemacht eigentlich. Boah, wie oft verteilen sich die? Das ist ja. Der. Oh, ist das ekelhaft. Boah. Und warte jetzt auf mich, der Hundling. Ja, ich werde gerade
bangst vor allen Bogenschützen. Ja, genau, was ist denn da? Kommst du gang? Ja, ich kämpf nix an. Bomberman habe ich lang genug gespielt. Ich hab da. Er startet in seiner eigenen Bombe, ich hoffe, das tut ihm auch weh. Das kann ich dir nicht sagen. Glaube nicht. Wie steht's bei dir? Ja, ich hab jetzt mal da alles rundherum hilft, aber ich muss mich dringend heilen. Oh ja, easy. Nimm viel lieber. Ich bin dran. Was Gott, ich habe alles im Griff da. Ein Schlitz, was eigentlich ist. Ja, schwierig, ich kann mich nicht irgendwie nicht mehr heilen wie das, was ich jetzt gerade habe. Du hast zwei nicht Leben unten in der Mitte. Ah. Ja. Ich bin in dem Fall wieder ein kleiner Sniper. Upa. Ah, ich häng da an einem Pfosten, das ist ja gefährlich. Live, lass mich in Ruhe. Wie viele? Ich kann nicht treffen, da hat er mich gebetet. Uppa. Jetzt ja, ich muss gerade dem Klump ausweichen, Leute. Er geht jetzt eh auf die gerade. Schon. Tut das, als hätte er nur noch einen Move zur Verfügung. Ich bin Millimeter außerhalb von der Range. Das hat Leben. Ja, was? Jawohl, nee. Nice. Good job. Du musst das. Ich bin noch halbe HP, ich weiß gar nicht, warum mein Bildschirm rot ist. Gnadenloses Kupferschwert. Hast du gekriegt? Mhm. Aber das hab ich schon. Hast du es? Ah ja, da, als Buch. Oder 10 Papier. Oh ja, die Ratte, die ist ja egal. So, aber da gibt's ja noch Zeug zum Looten. Ja, die ganzen Steine noch. Ja. Die ich zerschlagen muss. Müssen wir kurz mal voll healen. Und dann schätze ich mal das ganze. Oh, da gibt's ja auch Feuerblüten. Oh nein, da sind da. Da rennen einfach nur drei Typen um. Der hat das nicht mitgekriegt. Und die Feuerblüte, die da verteilt ist, aber die geht nicht immer gleich kaputt. Wieder alles weggesprengt. Nein, ich hab gerade einen mit 50% gekillt. Oi. Klassisch zu stark, hä? Anscheinend, ja. Was bedeutet eigentlich der Ring unten in der Mitte über meiner Lebensanzeige? Der Ring unten in der Mitte über deiner Lebensanzeige? Also, na, halt über meinem Blutvorrat, drüber, das ist ein Symbol. Das ist ja was, dass den Ring wahrscheinlich, den du auch hast, kaputt ist. Ah. Oder fast kaputt. Ja.
Nee, Blumensamen. Ah, ich hab gehofft, er macht das Schwefelding kaputt. Leider nein. Ja, wir haben ja wieder Attacke von ihm gekriegt. Ah, ja, stimmt. Neu. War. Bin ich blind? Ah, na, bei. Beim Chaos unheilig. Des Sprinten, oder nicht? Oder beim Unheilig des Sprinten. Na, das Unheilig Sprinten war, glaube ich, bei der Ratte dabei. Ah, das kann sie, ja. Chaos des Sprinten in die Richtung. Sprint in die angegebene Richtung und weiche Feinden in der Nähe für 2,2 Sekunden aus. Dein nächster Nahkampfangriff versucht. Okay, verursacht 25% Bonusschaden. Was bringt der jetzige? Heilt die um 6%. Ah. Aber der macht auch 25 Bonusschaden, der ja. Primärangriff. Aber die Dinge explodieren dann auch dennoch. Ah. Und du kannst ihn zweimal machen. Das heißt, du kannst springen, schlagen und nochmal springen, schlagen. Muss mal ändern. Oh, da ist ein Bombenleger. Oh, ihr habt dann das Falsche in der Hand. %64 Nice. Sag mal. Oh je. Oh, da liegt er noch. Sortiment von Fenstern. Ja, das nehmen wir mal fix um mit. Oh, gnadenlose Kupferaxt. Oh, die ist sicher. So, ein gutes Buch. Brunnenanlage. Ja, nice. Gibt's die Versalbe schnell? Schnell. Schnell irgendwo ein Kupferblock. Ein Erd. Was ist das? Ich hab keine gesehen. Wir sind nur da oben, ist eine Höhle. Aber das ist wieder nur so ein Backtrack. Mal wieder zu. Okay. So ein Ausgang. Ja, aber das kann man gar nicht zweimal casten. Was? Kannst du auch mal eine Leertasche und dann nochmal eine Leertasche? Ah, okay. Aber nur in einem gewissen. Ja, super. Nicht stand ich da ja. Eben irgendwo. Knapp. Ja, dann gehen wir wohl wieder retour. Scheinend. Aber war jetzt mega erfolgreich. Mhm. Wuchse. Aber, oh, guck mal auf Karte. Ich will's gar nicht sehen. Oh shit, dann mitten in der Sonne. Aber ich schaue jetzt mal kurz da. Habe ich irgendwas? Was nicht teleportierbar ist. Na, es schaut nicht aus, als ob ich irgendwas hätte, wo nicht teleportierbar wäre. Okay. Aber was wäre denn was, wo nicht teleportierbar ist? Ja, wahrscheinlich gewisse Items. Ich meine, das Teleport-Ding liegt eh auf dem Berg. Ja. Dann werden wir schnell vorbeischauen. Man zu viel
Gegenstände, wo man nicht teleportieren kann, wäre glaube ich Unsinn, weil dann bist du ewig am Rennen immer. Ja. Ja, man, wenn das Spiel, glaube ich, im PvP spielt, ist ja Umrennen schon wichtig, weil sonst campst du halt auf deiner Spawn, auf deiner Teleportierpunkte. Ja. Hast du kein Blut mehr, machst den Armen näher. In der Teleportierung. So, der ist ja noch viel weiter von mir. Never mind. Ich dachte, ihr habt da irgendeine Abzweigung verpasst. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel so gedacht ist, dass man eine Base für quasi immer hat. Ja. Wahrscheinlich eh nicht. Woher nicht? Da sind voll viele Gegner. Okay. Nein, nicht. Also, ich hab keine. Hagezack. Das ist auch nochmal so ein ganz kleines Dorf. So. Zum Teleportieren halten? Nein, du kannst nicht teleportieren, während du Ressourcen trägst. Aber König, das ist doch bei mir überall dabei, ich kann nicht teleportiert werden. Ah ja, nein, okay, ich habe immer unten im Beschreibungstext geschaut. Dann wird das ein langer Weg. Vielleicht muss man sich überlegen, ob man an dem Punkt, wo wir jetzt sind, im Norden, oben, irgendwo eine neue Base. Ja. Diese 100 Jahre gleich. Gerade du machst 10 Meter alle 2, 3 Sekunden, wenn in die richtige Richtung läufst. So, ja. Gut. Wir haben scheitert. Da ist wieder ein Alpha-Wolf in der Gegend. Oh, aber jetzt können wir Sprengpäckle bauen, gell? Nice. Na, jetzt können wir endlich zum. Wieder. In den. Ja, die noch so eine Festung inne. Wo da vorne die nicht. Oh ja. Jetzt nämlich in einer. Beim Alpha Wolf. Schwefelerz zum Mitnehmen. Ja? Ja, wir haben am Anfang Base halt in einem relativ sicheren Gebiet gebaut. Ich glaube, das war's. Das hat schon klar, was wir machen. Wir hätten auch können da irgendwo, wo wir jetzt sind, oder in der Mitte links, aber da hast du dann halt mir auf Level 10 und Gegner Level 30. Oder? Stimmt. Kriegst du ja gleich mal auf den Deckel. Wer ist der zwielichtige Händler? Ah, aber dann kannst du für Silbermünzen kannst du. Ja, der griff mir aber eh auch, der zwielichtige Händler. Oh. Dann kann man vielleicht bei dem dann nur in Menschengestalt was kaufen.
Dann rennen wir wieder mal durch das Holzlager durch. Haben wir jetzt nicht eh schon. Da bin ich auch. Silber im Gepäck. Achtung. Aui. Oh, wow, was ist denn da los? Ja, ja, haben wir sogar da. Beyblade! Let it rip! Die synchrone Wolf-Verwandlung. Wahnsinn. Das ist krass. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Hölle, 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 Hölle. Ah, ich hab mir gedacht, warum kann ich da schon wieder nicht aussagen? Fall immer wieder auf den Trick drauf. Welcome home. WB. Oh, 4 Minuten, König. Ui. Nice. Genau richtig. Nächstes Polara, der Polar Express. Aha, ein Brunnen und neue Fenster und neue Wände und eine bessere Kupferaxt. Tja. Crazy. Nice. Was habe ich denn da noch? Achso, das Silberwiderstandsgebräu. Das haben wir schon. Das sind Verschlinger. Kupferschwert haben wir auch schon. Aha, was ist das? Auch Schuppen. Mal doch. So, wir können nochmal was Zufälliges lernen. Achso, ja, die Schuppen habe ich einmal vom Ding. Oh, Blutrosengebräu. Dann magst du noch alle 1 Sekunde für 10 Sekunden wiederherstellen. Ah, ein bisschen. Was Besseres zum Heilen. Okay. Was Besseres zum Heilen. Zwei Minuten 43. Wenn wir jetzt nicht mal anfangen, dass wir da Wendy zühen. Das. Wahrscheinlich. Ah, na, vielleicht kriegen wir mit dem nächsten Schlosszentrumsvergrößerung. Ah, wobei schon mal, wir haben eh schon 80 Kapazität statt 31. Also wir könnten eh schon vergrößern. Müssen wir da schon was bringen, wenn alles. Wenn alles ein Viertel billiger wäre, hätte ich schon etwas bringen, glaube ich. Sprich mal Eisenbarren, Glas und Blutessenzen. Oder manchmal wechseln Produktionszeugs. Ja. Ja, wenn wir alles zusammen in einen Raum tun und wissen, wie viel da reinkommt, können wir das schon machen. Dann macht das schon Sinn. Also die verbesserte Hose schon? Ja, aber die Stiefel fehlen mir noch. Sonst habe ich jetzt alles. Ah ja, mir fehlen noch nicht Stiefel. Wir haben ja irgendwo Blutpresse, oder? Aha. Aber vielleicht. Könnte man da ein bisschen Blut zusammenpressen? Weil wir haben wir ja nur so 20 Millionen. Ist das schon das da? Ja, aber dann musst du von hinten an, das ist richtig blöd. Ei, Karambale, hast du das richtig verkehrt rum angestellt? Wir bauen Trenzen. Weil das ist ein unbeflecktes Herz, denn warum? Ah. Wenn wir müssen für einen Diener haben, wir müssen so Dinge machen. So, ich sehe es gerade. Die Dinger bringen ja gar nichts. Kriegen wir denn so? Ah, oh, König. Boah, okay, krass. Oh, nice.
das nächste, wenn wir die Polora, die Fey Walkering machen, mhm. dann kriegen wir ein Vampirportal. Können wir bei uns ein Portal aufstellen? Ah, cool, cool. Ja. Mal zumindest zum Aniku ist das, glaube ich, ganz nice. Vor allem, vielleicht kann man das dann noch verwenden. Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.